Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der F1 Koop-Kette zusammen mit Jan. Hi. Hi. Erstmal positives Update zum Wetter. Beide mal voll mit Sonne. Jawohl. Und Leute, der Mathematiker hier unter uns. Mathematiker, ja. ganz kurz Einwurf, bevor du jetzt erzählst. Also vielleicht habe ich eine Facecam, vielleicht nicht. Das wollte ich nur ganz kurz gesagt haben. Ich schaue mir das nachher an, dann ja. So, jetzt der Mathematiker. Ganz genau, ich habe ausgerechnet und zwar können wir maximal noch 120 Punkte aufholen auf Mercedes, wenn wir erster Zweiter werden und Mercedes immer Dritter und Vierter, dann haben wir einen Abstand, also holen 120 Punkte auf Mercedes, wenn das immer in dieser Konstellation am Ende des Rennens ist. Und das bedeutet, da wir noch, ich glaube, 78 Punkte Abstand haben, lol. Ich bin quasi in dir rausgekommen. Heißt es, dass wir ja, dass wir da noch eine Chance haben und es tatsächlich gar nicht sein muss, dass wir immer diese Konstellation am Ende des Rennens haben. Aber es wäre natürlich von Vorteil, natürlich weil sinnvoll, vor allem weil ich natürlich auch immer schön vor Red Bull sein muss. Und wenn, wäre ja auch gar nicht tatsächlich, hört sich jetzt erstmal doof an, aber wenn Mercedes vor den Red Bulls mal bleibt, was für die Konstrukteure ja gar nicht so gut wäre, aber wie gesagt, wir haben es noch in eigener Hand, dann wäre es auch gut für mich, weil ich dann mein Ziel Platz 4 erreichen kann. Das ist auf jeden Fall crazy. Übrigens wieder natürlich mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, also wir haben es wieder mit dem Erhöhten gemacht und ja. So. Ja. Kennt ihr ja. Und wir sind ja jetzt bald am Ende. Noch drei Rennen. Mexiko, Brasilien und dann Abu Dhabi, glaube ich, noch. Und wir haben uns schon wieder was ausgedacht, natürlich für F1 2018. Das kommt ja direkt quasi im Anschluss oder vielleicht sogar schon parallel. Ein bisschen, ja. Weiß ich nicht. Mal gucken. Das wird crazy. Da werden wir bei einem anderen Team fahren. Aber das ist auch geil. Das wird auch geil. Ziemlich ich freue mich da schon mega drauf. Ja. Und da werden wir auch hoffentlich mit um die Meisterschaft fahren. In echt machen sie das zwar nicht ganz, haben den Anspruch, machen es aber trotzdem nicht. Jetzt verlässt ja schon das Team. Ja, schon fast verraten, oder? Ja, ist egal, das F1 2018 kommt ja bald raus. Also, ja. Okay, dann Maximum. Hauen wir mal rein, ne? Also Leute, natürlich wieder auf beiden Kanälen. In der Infokarte der jeweils andere verlinkt. Wie gesagt, bei mir eventuell mit Facecam. Wenn mir das Material gefällt, dann werde ich das auf jeden Fall mit Facecam drin lassen. Weil ich sage, nee, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht, das sieht echt scheiße aus, dann lasse ich das. Aber das werden wir sehen. Hier sind die Rundenzeiten etwas kürzer. 1,21 haben schon die relativ schlechten angefahren. Wobei Bottas war das, ja. Okay. Ja, und fahr grad mal ein bisschen Mexiko außerhalb. Hat die längste gerade. Ist schon die, ne? Ja. Im ganzen Formel 1 Grand Prix, glaube ich. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Nach dieser Strecke, also der zweite Sektor hier, finde ich echt wieder so ein bisschen, ja, crazy. Ne? So schnelle Kurvenkombination mag ich eigentlich nicht. Und danach kommt Brasilien. Und Brasilien ist echt eine schwere Strecke. Kenne ich nicht. Ich kenne auch Mexiko nicht wirklich. Hab sie auch nicht test gefahren. Aber, ja. Ich finde das so cool, hier durchs Stadion zu fahren. Sieht alles ganz cool aus. Und die lange Gerade gefällt mir auch. Zack. Ich würde Mercedes auch gut gefallen, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Beider Platz. Eine super Runde, aber. Was hast du? Ich habe eine Sekunde langsam 1,20. Okay. Ja, wobei Bottas ja 1,21 hat, also. Ah, ich verbessere mich aber nochmal, das war. Nee, ich nicht. Ich habe die eine Kurve ganz schlecht genommen. Ist kein Problem, wir werden noch die und noch eine Runde fahren. Mach mir auf jeden Fall Platz. Ja, ich bin ja noch. Ah, lila Sektor, sehr gut, ja, aber. Falls wenn du nah keine schnelle, dann sag wenn du schon. Keine schnelle Runde fährst. Ja, ich fahre ja schon weiter. Also jetzt ja, bin ich schon weiter, aber. Ja, wenn du im Minus bist, dann kannst du mir ja Platz lassen. Ja, wieso? Minus ist doch gut. Ach so, im grünen Minus.
Ja, ich war gerade nur bei dieser einen Kurve gerade schlecht, aber dann habe ich mich wieder ein bisschen verbessert. Jetzt habe ich wieder Plus. Aber ich werde natürlich probieren, noch ins Grüne zu kommen. Und danach fahren wir noch eine schnelle Runde und dann... werden wir schon sehen. Okay, drück wieder aufs Gas, mein Junge. Wird... ja. 1,19. Was? War 1,19,7. Ah. Oh, das war echt gut. Boah, bremst, mein Junge. Ist das crazy. Ja, aber mir reicht das. Ich muss nicht schneller. Ich bleib damit Zweiter. Das ist schon relativ sicher. Naja, ich will die Strecke halt ein bisschen testen quasi. Ja. Warum nicht? Da kann man noch eine machen. Ich schone meine Reifen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht für mich, aber mach's trotzdem nicht. Erkennt der Mike nicht. Ich hatte ja im letzten Rennen ein bisschen Probleme am Anfang mit den Reifen, weil die schon abgenutzt waren. Aber null Problemo. Also das mit einem schwereren Auto wird das kritisch, diese Kurvenkombination. Hey Leute, neue Schnellste, vielleicht 1,18? Ja, das müsste 1,18 werden. Zack. Ja, auf mager und langsam. Ganz gechillt in die Box fahren. Da sind wir dabei. Ja, das ist prima. So, Boxeneinfahrt. Hui. Habe ich ein bisschen meinen Lack an der Wand gelassen. Echt jetzt? Ja, aber nichts am Auto kaputt. Boxeneinfahrt muss ich dann auch nochmal schauen. Kenne ich auch nicht. Aber das wird auf jeden Fall crazy. Also Erster und Zweiter ist das Ziel. Ich bin ja jetzt Erster in der Fahrerrangliste. Und in der Konstrukteur, wie gesagt, hat Jan ja schon vorhin gesagt, ist es noch möglich. Das wird auf jeden Fall geil. Kriegen wir schon irgendwie hin. Das wäre mega, wenn wir das schaffen würden. Ja, das stimmt. Das war ja irgendwie auch unser großes Ziel und ich habe echt nicht gedacht, dass wir dann doch... Also das letzte Rennen hat halt wirklich... Ja, das war ausschlaggebend. Leute, wenn ihr das nicht gesehen habt, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Es ist was Lustiges passiert und natürlich aber auch was Krasses, Wichtiges für uns. Also das war echt ausschlaggebend. Ausschlaggebend das Rennen. Sonst wäre das hier nicht so zustande gekommen. Zwei Pinöpel umgefahren, hier kenne ich nix. So, ich würde sagen, dann können wir jetzt mal wieder cutten. Machen wir einen Cut, bis gleich. So, Leute, weiter geht's. Erster, Zweiter, Hamilton hat's auf Platz 3 geschafft. Bottas auf Platz 4. 5, 6, wieder Red Bull, das kennen wir. Das ist geil. Vor allem, ich hab gar nicht gecheckt, dass es weitergeht. Ich war gerade noch am Handy. Richtig geil, so mit der Kamera hier. Jetzt seht ihr alles, Leute. Alles, was ich mache. Verstappen warm hier beim Zimmer. Ist gut, dass der hinter Ricardo ist, weil Verstappen hat mehr Punkte. Deswegen passt alles. Aber Hamilton hat sich wieder vor Bottas gefahren. Ja. Nun gut. Hab ich ja gerade gesagt. Ja, ich hab da gerade, wie gesagt, du hast mich eher damit erschrocken, dass es schon weitergeht. Okay, dann gucken wir uns mal die Strategie an. Wie viele Runden? 32, schätze ich mal. 36, oh, war ja. Oh. Ja, dann musst du die erste nehmen. Ja. Wie viele Unterschiede sind. Ich gehe auf... ...38 Runden. Benzin? Ja, Benzin! Ich gehe auf 36. Du gehst runter? Ja. Ich will das mal ausprobieren. Das habe ich noch nie gemacht, dass ich runtergegangen bin. Ich will mal ausprobieren, wie das ist. Hast du auf jeden Fall einen leichten Start. Der Motor läuft gut. So konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen.
Okay, wie war das Losfahren? Boah. Ist nicht die Bremsen aufzuwärmen. Das hat Mike gerade gemacht. Ich kann es gleich nochmal machen. Ich habe gar nicht die Bremsen aufgewärmt. Ich war gar nicht auf der Bremse. Ich habe nur das Gas losgelassen. Was? Auf die Bremse werde ich gleich auch nochmal gehen. Jemand hat ja gesagt, ich soll das unbedingt machen. So hin und her fahren, damit ich unbedingt die Reifen besser einfahre. Das mache ich jetzt. Optimale Reifentemperatur. Was ich aber gerade mache, Alter. Bremsen musst du auch auf Temperatur bringen. Gut so. Oh, alles tipptopp. Das Gas bringen wir auch mal auf Temperatur. Wie warm sind deine Reifen gerade? Wo steht denn das? Da kannst du doch auf Kreis durchschalten. Ah, 80%, 85. Ich hab meine 85 bis 90. Ja, bin ich schlecht, ne? Das ist echt schlecht. Ich glaub, meine Temperatur ist besser. Nee, ich bin jetzt auch bei 90. Es hat sich gerade wieder noch. Boah, besser. 95, ich hab's bis 95 geschafft. Ich hab's, glaube ich, bis 92 geschafft, 90 so. Also es passt auf jeden Fall. Ich muss nur mal ganz kurz hier. Ich achte da nie drauf, wie das für eine Temperatur ich im Rennen habe, aber ich glaube, das gerade ist geil. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Ja, ich behalte die Startampel im Auge. Ach, fuck, ich muss schon mal. So, jetzt aber. Hi. Noch was kurz ummodeln wieder. Okay. Kuppeln, ja. Oh, auf so eine extrem langen Geraden. Bottas. Hamilton. Ist direkt hinter mir, ich lasse ihn aber nicht vorbei. Sehe ich gar nicht ein. Scheiße, das wird gleich. Oh, shit, Alter, das war kritisch jetzt ein bisschen. Das war echt kritisch. Aber ich wollte ihn nicht vorbeilassen. Die sind auf der Geraden so. Ich weiß, ich habe ihn ein bisschen aufgehalten. Ich bin so ein bisschen rechts, links gefahren. Ich weiß, dadurch hatte ich mega Angst, dass der dann rüberzieht und dann genau vor mir anfängt zu bremsen. Aber war das vielleicht nicht besser? Weil dadurch hat er jetzt ein bisschen Zeit verloren. Ja, dadurch hat er Zeit. Ja, das war schon gut, aber ich hatte halt trotzdem Angst. Ja, klar, ich weiß. Crazy, 36 Stunden hier jetzt. Alter. Wow. Junge, was tust du? Ich war ein bisschen früh am Gas, Junge! Wow, sorry. Ich dreh mich! Wow! Sorry. Was machst du denn? Ja, ich war rechts neben dir. Ja, hör doch mal auf! Du warst so langsam, weil du die Kurven komplett neben der Ideallinie gefahren Junge, ich hab grad so einen Schock gekriegt. Ey, und dann ich bin 20. Sorry. Ich hab. Ist was kaputt ja, bei dir? Ja, ich hab auch einen gelben Frontflügel, glaube ich. Ah, scheiße. Ich weiß nicht, soll ich fahren? Ich glaube, du schaffst es locker. Also. Den gelben? Nein, ich meine, du schaffst es locker, das rauszufahren. Ja, aber es ist ja nur ein gelber, ich weiß es nicht. Ich meine, jetzt ist so ein Ding da vorne dran. Ich teste es jetzt mal eine Runde und dann fahren wir vielleicht nächste. Junge, war das gerade crazy. Sorry. Ja, fast schon, aber the fuck. Guck ich mir im Schnitt auf jeden Fall nochmal an. Also ich hab nicht gesehen, du warst auf einmal neben mir. So. Ja, ich war neben dir und wir sind dann irgendwie seitlich, glaube ich, zusammengestoßen. Ja, ich bin dann weiter rausgefahren, weil ich dann nicht volle Kanne nicht rein wollte. Und dann bin ich wieder, als ich auf die Strecke bin, nochmal in dich reingekommen. Ja, du bist so ultra links, rechts, so dadurch in Schlittern gekommen, glaube ich, so ins Wacken. Ja. Und dann hat's mich gedreht und dann wollte ich nicht entgegen der Richtung fahren. Und dann habe ich ultra lang gebraucht, bis ich wieder auf die Strecke kam. Und dann war ich 20. Aber ich denke, das geht schon mit dem Frontflügel. Also ich merke da fast gar keinen Unterschied. Also es ist schon ein bisschen Unterschied, aber es ist nicht so schlimm. Junge, war das crazy. Ferrari faut es sich fast selber. Ja. Mal gucken, ob ich jetzt noch aufholen kann.
Ja. Achste. Musst halt. Es ist halt nur mit dem Überholen wieder eine Schwierigkeit. Ja, also ein bisschen, ne? Merkt man schon im Frontflügel. Also ein ganz kleines bisschen. Ich weiß nicht, ob ich ihn wechseln soll. Ich glaube nicht. Ich stell mal ein. Du kannst ja auch von der Strategie, du kannst ja auch die Strategie ändern und jetzt irgendwie auf hart wechseln und dann trotzdem nur zwei Boxenstopps machen. Wenn du jetzt irgendwie ganz lang draußen bleibst, alle überholst quasi damit. Und dann nochmal auf Lila am Ende. Nee, das machen wir nicht. Also ich fahre schon ganz gut. Also es ist nur in einer Kurve, es ist gerade blöd gewesen und die werde ich schon überleben. Also ich glaube, ich bleib dabei. Wenn ich hier gerade durchfahre, sehe ich auch welche, die mit Gelb gestartet sind, mit Rot und was weiß ich. Ja. Alle ja. Voll crazy Taktiken hier. Und halt die bei Reifenwahl hatten am Start. Also ich krieg das schon hin. Am Ende bist du eh wieder Platz 1. Ich hoff's. Also Platz 2 wäre auch okay. Also, dass wir beide Erst und Zweiter sind, das ist halt die Hauptsache. Ich bin jetzt sowieso vor Hamilton. Insgesamt. Und wenn ich dann auch noch in diesem Rennen vor ihm komme, dann ist es egal. Durch den ersten Platz könnte ich sogar theoretisch jetzt schon beide Red Bulls genau, überholen, wenn beide neue Punkte darauf bekommen. Darauf wollen wir ja hinaus. Also, dass ich Punkte gewinne zu Hamilton, ist natürlich gut, das sollte so sein. Aber das kann ich halt auch eben, wenn ich Zweiter bin. Und ich will dir da eher die Punkte lassen, damit du besser auf Red Bull kommst. Wann das wäre klüger. Ja, es ist einfach klüger, weil ich... Warum soll ich dir das vermasseln? Obwohl du mich hier weggerammt hast. Bin ich nichts. Komm, oh Gott, sind hier viele. Da kann jetzt sowas passieren. Ne? Warum fährst du weiter raus, Alonso? Was willst du von mir? Okay. Puh. Mercedes zu überholen, das wird spaßig. Vielleicht überholst du sie, währenddessen die an der Box sind oder so. Also ich habe jetzt auf jeden Fall eingestellt, dass sie den Flügelschaden reparieren sollen. Sehr gut. Und dann mache ich das einfach, wenn ich regulär in die Box fahre. Das geht schon. Okay. Boah, ist das gar kritisch, wie nah ich an dem dran bin und hier in dieser Rechts-Links-Kurven-Kombination, Alter. Ist doch so ein Prank. Oh! Boah, da wäre ich gerade beinahe aus Versehen an die Box gefahren. Das hatten wir auch noch nie so. Hat mir schon dieses Boxenstopp-Assistenten-Ding da angezeigt, weil ich so weit rechts war. Echt jetzt? Ja. Als ob. Komm, jetzt auf der Geraden kriege ich euch doch. Bitte. Ey, wenn jetzt Hülkenberg rüberzieht. Und er zieht rüber. Was für ein Sack. Oh, was machst du denn? Er zieht noch weiter rüber. Du hast ihn doch schon überholt. Und in 9 gehe ich regulär an die Box. Wann gehst du regulär ja, an die auch Box? Ja, 9 wahrscheinlich. Wir haben ja die gleiche Ding gehabt, ne? Ja, 9 bis 12, ja. Ich habe auch 9 bis 12. Bin gespannt, wann ich dann, also wo ich dann laut Box rauskomme. Jetzt gerade ist aktuell Platz 7. Ich wäre, glaube ich, wieder Letzter oder so. Gucke ich mal kurz nach. Ja, ich wäre Letzter, wenn ich jetzt gehen würde. Würde es gerne, dass ich Platz 3 wäre. Da ist hinter den beiden Mercedes, weil da ist wieder... Yo. Eine kleine Lücke. Wäre ganz schön, wenn ich die beim Boxenstopp treffen könnte, die Lücke. Ja. Das wäre echt ganz geil. Du musst einfach Erster bleiben und vielleicht Mercedes zum Unfall verleiten. Bis die sich wieder mal wegcrashen. Das wäre echt geil. Komm, ich komme nicht ran an die wahrscheinlich. Der Geraden kann ich am besten überholen, aber das dieses Mal wird's nichts. Du hast aber schon ordentlich Abstand zu Platz 2. Das sind nur 3,5 Sekunden. Echt? Sieht viel krasser aus.
der Geraden sah das gerade ultra nach dem Abstand aus. Komm echt nicht so gut weg, wie ich das will. Zumindest nicht von den Mercedes. Oh shit. Ja, ich sag ja, Mercedes haben wir ja letztes Mal schon gemerkt. Geht's. Also Mercedes fährt sich da voll weg von den anderen. Ey, Kühe hat schon wieder, ne? Das ist mein Erzfeind neben Wehrlein. Immer wenn ich den überhole, überrunde oder was, der hat überhaupt keinen Bock auf mich. Da jetzt schon Platz 6 nach dem Boxenstopp. Und ich mag meine Reifen auch ehrlich nicht, muss ich gestehen. Habe ich den. Oh ja, 34 schon. Ja. Ich muss gleich auch mal irgendwann den Akku wechseln. Ich weiß nicht, wann ich das machen soll. Während des Rennens? Ja, nee, das ist scheiße, aber ich denke, dass es so kurz vor Ende ausgeht. Weil jetzt ist er gerade auf den letzten Balken gewechselt und blinkend rot. Also ich schätze nicht, dass ich es in der Box schaffe, das zu wechseln. Niemals. Oh gut, einen lila Sektor gefahren, das ist gut. Musst du irgendwann, wenn du wieder ganz viel Abstand hast und crazy wieder erster Platz bist, ja, musst du halt dein Bot fahren lassen kurz und dann... ist so riskant. Ja, wenn es am Ende Akku ausgeht, dann muss ich es halt für die nächste Aufnahme machen. Für ETS dann halt wieder. Also ich bin gerade in den Punkten wieder. Sehr gut. Bin Platz 9 jetzt. Aber es ist halt ultra Abstand nochmal von Platz 4 auf Platz 3. Das wird crazy wieder mal. Und mein Frontflügel macht hier nicht ganz so gut mit. Die Reifen natürlich auch nicht. Jo, ich habe auf dem einen Reifen schon 40%. Junge, krass. Auch fast. Echt? Krass. Ja. Dachte, ich wäre jetzt so schlecht gewesen. Du bist eher gut. Ich habe ja eine Runde weniger auf meinen Reifen. Ja. Deswegen wundert es mich ja. Hattest du eigentlich die schnellste Runde? Ich habe die schnellste Runde, ja. Was war das? 1,23. Da fehlt mir noch ein bisschen mit den Überrundern hier und so. Aber das macht gar nichts. Wann fährst du an die Box? Nächste Runde. In 9 gleich. Also, einmal fahre ich noch über Stadtziel. Ja, das ist dann Runde 9 dann, ne? Ja, ja. Okay, dann werde ich wahrscheinlich nicht direkt in der gleichen fahren wie du. Sondern halt. Ey, Ricciardo ist auf Platz 7. Sehr gut. Sehe ich gerade, der ist direkt in der Massa, der ist ultra nah dran. Dass die keinen Unfall bauen, ne? Ich könnte das gar nicht so nah bei diesem Tempo. Okay, so nah ist es dann doch nicht. Aber es ist schon echt nah. Alter, ich rutsche hier wieder so. Der lässt ihn nicht vorbei. Massa will Ricciardo nicht vorbei. Noch schlimmer als bei USA bei dem Rennen. Jetzt misch ich mich so ein. So krank. Die beiden haben gerade Ultras Battle, jetzt komm ich. Wie vierter bist du gerade? Achter. Alter, ich wäre nach Boxenstopp auch Platz 5. Jo! Was hat er denn jetzt vor? Ich habe Ricciardo, glaube ich, rausgehauen. Ja, ich glaube, Nee, er fährt wieder. Aber er hat dadurch einen Platz verloren durch mich. Ich glaube, du hast ihn in die, kann es sein, dass du ihn in die Box gehauen hast? Nee. Er ist aber in der Box. Nein, Ricciardo ist nicht in der Box. Das ist jemand anders. Er ist aber in einer Box. Ist jemand anders. Massa. Massa war direkt vor Ricciardo. Und Massa ist an die Box. Und ich war halt zwischen Box und Ricciardo. Und ich weiß nicht, ob er auch an die Box wollte oder ob er einfach die Kurve eng genommen hat. Auf jeden Fall ist er an die Seite an mich rein und ich habe ihn dann quasi ein bisschen weggeschubst nach links. Und dadurch hat er sich fast gedreht. Also ich dachte, er wäre in die Bande gefahren, aber ist er nicht. Das wäre ultra witzig, weil ich habe dafür auch keine Verwarnung oder so bekommen, weil er ja selbst schuld war. Aber es wäre ultra witzig, wenn er dadurch in die Bande wäre oder so und dann raus wäre. Aber es war auf jeden Fall richtig knapp. Das war richtig geil. Okay, ich bin an der Box. Ja.
Und Hamilton überholt mich. Bottas überholt mich auch. Wie vielter wärst du? Was stand da? Ich wäre Vierter. Okay. Und das wird wahrscheinlich auch so sein. Verstappen wird mich jetzt noch überholen. Perez ist Platz 5 und geht gerade an der Box. Oh, ja, dann du bist jetzt direkt hinter mir. Ja, ich muss halt noch an die Box fahren, ne? Es kann echt sein, dass Ricardo an die Box wollte und wegen mir nicht konnte. Das ist geil. Ich habe 50% auf zwei Reifen. Das ist richtig Alter. Geil. Das Ding ist, wenn ich jetzt an die Box fahre, bin ich halt 16. Das ist ultra nervig. War die Taktik lila, rot, rot? Ja, ne? Ja, glaub schon, ja. Die andere war, glaube ich, lila, lila, rot, rot. Was überhaupt keinen Sinn macht. Kannst du schneller fahren. Gelbe Flagge irgendwo. Platz hier ist irgendeiner raus. Aber nicht Hamilton oder so, ne? Ah, du siehst es ja nicht, ja. Das wäre bitte, das wäre so geil. Boxenstopp. Ich bin gerade so aufgeregt. Also ich gehe jetzt am Ende der Runde, bin halt wieder im Mittelfeld, nicht mehr in den Punkten. Außer die fahren natürlich auch. Könnte ja sein. Oh Gott, war das crazy mit Ricciardo da gerade. Also ich habe ihn auf jeden Fall einen Platz dadurch zurückgeschickt. Okay, ich bin wieder Zweiter. Ich jetzt mal mit der Kamera. Ich kann das nicht mehr als machen. Das dauert viel zu lang. Nee, das kann ich nicht bringen. Okay, ich habe einen neuen Frontflügel jetzt bekommen. Das hat ultra lang gedauert. Ich musste auch noch warten, weil jemand da vor mir ist. Aber es fahren auch ein paar mit mir an die Box. Also so weit hinten komme ich gar nicht raus. Okay, wechseln Sie den Akku. Die Kamera ist leer. Kamera ist aus. Fuck. Kamera ist genau jetzt ausgegangen. Ich dachte, es hält ein bisschen länger noch. Das ist gerade unpraktisch. Ich müsste echt den Bot kurz fahren lassen. Weil das geht schief. Okay, ich lasse den Bot fahren. Oh. Miese, fiese Aktion. Leute, ich hole hier gleich noch eine. Aber das ist egal, der schnellste Bot macht Runde. Das schon. Die werden mich wohl nicht einholen. Komm! Schnell! Was tue ich hier gerade? Jawohl! Erster Platz jetzt auch. Sehr gut. War mein Auto jetzt leer, Leute? Also. Auf plus 0. So ungefähr. So, ich hab auf jeden Fall dadurch Kamera jetzt Abstand. Nimmt wieder auf. Sehr gut. So. Ich hoffe, der Bot hat's nicht kaputt gemacht. Ich weiß gar nicht. Das wäre witzig mit einem kaputten Frontflügel jetzt wieder. Oh, das wäre so böse. Junge! Oh, bin wieder hier. Ich bin ein, zwei Plätze zurückgelutscht, glaube ich, durch den Bot. Ich weiß es nicht. Aber ich nehme wieder auf. Ich glaube, ich habe das Objektiv auch ein bisschen gerade verstellt. Ich hoffe, das sieht ähnlich aus wie gerade eben. Hm. Oh, Junge. Ich habe gerade so geschwitzt. Bin wieder Erster und habe fast 10 Sekunden Abstand auf Hamilton. Also okay, krass. Ich weiß nicht, wie, was fährt aber Hamilton? Rot oder lila? Rot. Hm. Rot fährt Hamilton, Bottas fährt lila. Okay, hat Bottas wahrscheinlich die andere Strategie gemacht. In der Tat. Ricciardo ist 10. Das heißt, ja. Ich habe den Ultra aufgehalten dadurch. Und wenn ich ihn jetzt gleich überhole, dann ist er halt auch noch 11. Aber das wird er safe wieder rausfahren, ein bisschen was. Das bedeutet, ich werde Ricciardo überholen. Aber das war perfekt, dass ich jetzt den Akku wechseln konnte, dass es funktioniert hat. Denn jetzt lädt der andere und ich kann richtig viel wieder aufnehmen damit. Das ist ganz nice. Weil sonst hättet ihr jetzt wirklich 24 Runden, sind es ja glaube ich noch, ohne Facecam gehabt. Das wäre schrecklich. Das wäre nicht so schlimm, weil mein Gesicht will eh keiner sehen.
Und ich habe die Facecam ja quasi neu. Also ihr seid von mir eh nicht gewohnt. Aber, ja. Okay, bin jetzt 10., weil einer in der Box war. Was für eine schnellste Runde hast du gefahren? Das wird dir gleich eingeblendet. Ah, ist okay. Den Spruch hab eigentlich ich rausgehauen damals. Jetzt verwendet er ihn. Nee, ich bin hier gerade wieder langsamer. Ich hab eine 1,21. Was? The fuck? Bis 2 Sekunden schneller als ich. Ich meine, gut, ich habe ja hier ne, Leute vor mir. Ricardo habe ich jetzt überholt, also Ricardo ist jetzt 10. wieder. Hamilton fährt so unglaublich schnell. Wieso holt er auch, aber oder zu nein, seinem anderen das nicht, Abstand, aber ne? Zu Platz 4. Okay, das war wieder ein nicer Move. Oh, fuck. Recht nice. Alonso ist 7. okay, lol. Fährt ja gar nicht so schnell. Guck mal, echt. Ich fahre nicht wirklich viel weg, also es hält sich in Grenzen. Jetzt hast du wieder die Roboterstimme. Keine krasse gehabt. Dominanz. Krass. What? Hast du gerade wieder gehabt. Dann ist dein Download. Ja, genau. Schlecht. Ganz sicher. Ich hab's jetzt leider nicht mehr offen, seitdem ich die Aufnahme neu gestartet habe, ist das Fenster in den Hintergrund gegangen. Deswegen kann ich das nicht mehr sehen. Aber stimmt, liegt's wieder an mir, ja. Ja. Kamera ist jetzt auch noch mit WLAN verbunden, die zieht den ganzen Rest. Genau. Ist ganz geil. Also ich hoffe, dass die Einstellung passt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Aber es sieht ähnlich aus wie gerade eben mit der Kamera. Jo, ich bin also Alonso gerade ein bisschen drauf gefahren. Aber nur ganz, ganz leicht. Hat nichts gemacht.